Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Ja, zum Thema Fachkräftemangel. Aus Versehen habe ich gestern mal wieder irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut und da habe ich mitgekriegt, dass man so in Deutschland frohlockt, dass der Arbeitskräftemangel ja irgendwo, das war so zwischen den Worten zu hören, hat ja auch eine ganz positive Seite. Jetzt müssen endlich die Arbeitnehmer hofiert werden von den Unternehmen und die müssen jetzt ganz viel Geld bieten, um eben bei dem riesigen Fachkräftemangel überhaupt noch irgendwie Leute, die irgendwas können, überhaupt noch kriegen zu können in Deutschland. Und das zeigt diesen totalen Realitätsverlust der sogenannten unrealistischen Linken im Gegensatz zur realistischen Linken. Die unrealistische Linke geht davon aus, den bösen, fähigen, kompetenten Eliten, Arbeitsplätze schaffern, Unternehmern, Reichen, diesen Bösen, oh, denen gönnen wir alles Üble und die sollen jetzt mal bluten, indem sie für die Fachkräfte in Deutschland mehr bezahlen sollen. Das ist der typische Geist der unrealistischen Linken. Und die realistische Linke, Weltrat, Next Scientists for Future, Gemeinwohl, Wirtschaftsordnung, GWO, sagt ganz trocken, ja, traurig, wie man sich so verschätzen kann. Was machen nämlich die Unternehmen? Die werden jetzt natürlich ganz normal in der Marktwirtschaft ganz normal überlegen, in welches Land sie abwandern sollen, welche Produktionsstätten sie hier in Deutschland schließen sollen und rüber transportieren sollen, die Maschinen nach Tschechien, nach Polen oder sonst wohin, wo sie eben genügend Fachkräfte kriegen und eben für ein Drittel des Geldes, ja, und so weiter. Also das heißt, Deutschland denkt gerade, weil es sich dabei ist zu ruinieren und quasi nur noch Arbeitsunfähige im Land hat, aber kaum noch Fachkräfte und damit eigentlich vor dem Niedergang des Römischen Reiches Deutschland steht, also vor einem beispiellosen Verarmungsprozess steht, in dem es schon mittendrin ist, ja. Schluck Wasser. Ist die unrealistische Linke sozusagen in der Wahnvorstellung behalten, dass das könne gut ausgehen. Ja, das ist so die Wahnvorstellung damals gewesen bei der DDR. Die Leute wären doch jetzt ganz begeistert, dass wir jetzt endlich auf alle Fähigen, auf alle Eliten, auf alle Qualifizierten scheißen und dass alle nur noch das gleiche Geld kriegen und das, ja, und so weiter. Ja, und was haben die Leute gemacht? Die haben versucht zu flüchten aus der DDR. Jeder, der was konnte, hat versucht abzuwandern. Und dann haben die Mauer gebaut, um das zu verhindern, weil sie genau gemerkt haben, ja, dann am Ende bleiben die Arbeitsunfähigen in der DDR und die Arbeitsfähigen, die sind im Westen. Ne? Und um das zu verhindern, hat man die Mauer gebaut. Und jetzt versteht man wieder nicht, ja, man lernt nichts aus der Geschichte. Die unrealistische Linke frohlockt nur, oh, jetzt geht's den Unternehmern an den Kragen, diesen Schweinen geht's jetzt an den Kragen und so weiter. In Wirklichkeit wandern, damit schlagen sich jetzt überall wahrscheinlich die Firmen mit Abwanderungsgedanken herum, die immer stärker werden und die Zahl der Fähigen, die Deutschland verlassen, ist ja sowieso schon unheimlich hoch. Ich hatte ja mal ausgerechnet, dass wir jedes Jahr einen Nettoverlust an Fähigen in Deutschland haben. Also wenn man alle Zugänge und Abgänge rechnet, verlieren wir jedes Jahr rein netto 50.000 der Fähigsten, die aus Deutschland abwandern, weil sie es hier nicht mehr gut finden. Ne? Und das ist eben einfach so, ja. Aber so unrealistisch kann man sein. Dabei gäbe es mit der, wir müssen halt mit allem aufräumen und das geht halt nur mit der
Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, Kombi, GWÖ, GWO, Kombi. Also letztendlich gibt es ja nur zwei Lösungen, um jetzt auch mal das Positive zu sagen. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch von dem Bildchen her. Ach nee, da kriege ich jetzt nichts, da muss ich erst hier hingehen und dann kann ich die Bildchen wandern lassen, ne? Ja, hier steht's ja. Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Diskussion. In Professor Sir Karl R. Popper, Falsifikationismus, Talks, freundlicher, wechselseitiger Falsifizierungsversuche, wo irr ich, wo du, mit Redezeitkonten und Schachuhren und eine aus dieser GWÖ-GWO-Diskussion resultierende GWÖ-GWO-Kombination. Das ist das, worum es geht. Das heißt, wir brauchen eine völlig neue Gesprächskultur. Die Welt braucht zur Weltrettung eine gegenteilige Gesprächskultur zu heute. Ich werde auch heute Abend, ja, eine Schachuhr mitnehmen. Da besucht mich jemand, der auch so sehr Kommune erfahren ist und so weiter. Und da nehme ich die Schachuhr mit und da werde ich einfach mal mit ihm versuchen, in dieses reinzukommen. Irgendein wichtiges Thema und dann, wo irre ich, wo du? Ja, und dann Wechsel. Also ich glaube, da hast du dich gerade geirrt, weil Begründung. Ja, und das ist der Weg der Dinge. Nur so geht es. Also eine völlig neue Gesprächskultur, in der wir dann gekonnt nach dem Motto, wo irre ich, wo du, mit Redezeituhren und Zeitkonten. Früher gab es mal so Sendungen Pro und Contra, die auch versucht hatten mit Zeituhren und so weiter. Und dann eben die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, diskutieren mit der vernünftigeren, wirtschaftsfreundlichen Gemeinwohlwirtschaftsordnung, also die unrealistische Linke muss quasi mit der realistischen Linken an den Tisch und dann kommt die Weltrettung bei raus. Wenn eben der oberste Satz gilt, sagen Sie uns, wo wir uns irren. Das ist aber genau das Problem, das die unrealistische Linke hat, dass die eher rumläuft und sagt, wir predigen Ihnen gerne, wie die Welt ist, aber wir wollen gar nicht wissen, wo wir uns irren. Ja, und deswegen ist, ja, und es ist letztendlich Intelligenzmangel und Klugheitsmangel kommt vor dem Fall. Ne? Und das ist mit Deutschland jetzt beim Fachkräftemangel, also das ist, zeigt, wie wirre die Gedanken sind. Wir haben also, die deutsche Gesellschaft ist also im Denken ja geprägt von all den, ja, letztendlich ja von all den Sparten, ja, ich versuche das nochmal ganz kurz zu finden hier. Wo sind die Sparten? Ja, da müssen sie doch gleich kommen. Ja. So. Da haben wir die Spartenbilder, da haben wir die Sparte der Lehrenden, die Sparte der Forschenden, die Wohnsparten. Dann haben wir hier die Sozialsparten, Weltsozialsparten, Nahrungssparten, Gesundheitssparten, Waffensparten, Alkohol, Tabak und so weiter. Also alle möglichen Sparten. Und all diese Sparten, jede von denen sendet mit allem, was sie an Mitteilungsmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten hat, sendet sie Irrtümer aus. Und gerade die Sozialsparten senden und die Weltsozialsparten, die NGOs senden die Zentralirrtümer aus. Ja, diese ganzen fähigen Leute, diese ganzen Eliten, die leistungsfähigen, alle, die nicht Versager sind, das sind ja alles schlechte Menschen, diese Unternehmer, diese Reichen und so weiter. Das sind ja alles böse Ausbeuter und so weiter. Und dadurch denkt man, alles, was denen schadet, gefällt mir. Und wenn die jetzt also wegen dem Fachkräftemangel jetzt mal richtig
höhere Gehälter anbieten müssen, damit sie überhaupt noch Leute kriegen, die arbeiten, dann geschieht das denen nur recht so. Ja? Und die realistische Linke antwortet ja, hoppla, als ob die nicht darauf antworten könnten, als ob die nicht ihre Sachen packen könnten, mit ein paar von ihren vielen Milliarden einfach mal ein paar Millionen nehmen können und dann einfach wieder tausende von Arbeitsplätzen, gut bezahlten Arbeitsplätzen aus Deutschland verschwinden, nach Polen, nach Tschechien, überall in die Welt verschwinden. Und dann wird Deutschland ein bettelarmes Land der Arbeitslosen, Obdachlosen und Sozialfälle. Daran profitieren dann die Sozialsparten, so lange zumindest, bis das Land dann völlig pleite ist und ihre Gehälter nicht mehr bezahlen kann. Ja, und das ist dieser große Konflikt. Und ja, hiermit beende ich erstmal die Aufzeichnung. Tschüssi.